So, herzlich willkommen zu Geometrie. Heute beschäftigen wir uns mit drei Tafelprojektionen. Vielleicht kurz am Anfang, euch wird man wie immer nicht hören, sondern nur so aus dem Background. Ne? Wenn immer ihr was sagt, dann versuche ich das zu wiederholen, damit man es auch auf der Aufzeichnung versteht. Okay, lasst uns mal gemeinsam eine drei Tafelprojektion machen, und zwar zur quadratischen Pyramide. Drei Tafelprojektion, was müssen wir als allererstes konstruieren? Bevor die Achsen, also sozusagen diese Trenner, genau. Müssen wir gerade schauen, wo ist der Rand hier? Da ist, glaube ich, ganz gut. Okay, also. Okay, so, das brauchen wir zuallererst mal, wenn wir eine Dreitafelprojektion machen. Wie heißen nochmal die unterschiedlichen Risse? Ja? Da ist der Grundriss. Genau, ich schreibe das mal hier unten hin. Das ist der Grundriss, okay. Ja. Alle Aufreißer unter uns. Und das hier? Der Seitenriss, genau. So, genau. Also, wir haben einen dreidimensionalen Gegenstand, einen Körper, und wir stellen uns den im Raum vor, hier so vor der Tafel. Und dann machen wir ihn aus drei verschiedenen Perspektiven platt. Nämlich einmal von vorne, bam, zum Aufriss, von oben, das wird der Grundriss, und von dieser Seite, das wird der Seitenriss. Okay. Was wollen wir konstruieren? Eine quadratische Pyramide. Vielleicht brauchen wir erstmal ein Bild von der quadratischen Pyramide. Und das machen wir uns in der Vogelschau. Okay? Nebendran mal schnell konstruiert Vogelschau von der quadratischen Pyramide. Wie fangen wir an? Ach, Entschuldigung, habe ich Vogelschau gesagt? Entschuldigung, ich meinte Frontschau, von vorne. Ne? Das ist, genau, so, ja, du hast vollkommen recht. Ja, genau. Also bei der Vogelschau wäre es von, oder machen wir erst die Vogelschau. Machen wir erst die Vogelschau und dann die Frontschau. Genau, bei der Vogelschau ist alles das, was man von oben sieht, also den Grundriss, und alles das, was parallel zur Bodenebene ist, in wahrer Größe dargestellt. Gut, dann bei der quadratischen Pyramide, wenn wir schon ein bisschen vorausplanen, wie zeichne ich die dann am besten? Also so oder so, das Quadrat. Wie soll ich das Quadrat zeichnen? Bei der Aufgabe an beide, genau. Wir machen jetzt mal nur die sinnvollen. So, genau, also wie man so ein prototypisches Quadrat normalerweise zeichnet. Ne? Okay, also sagen wir mal, das ist die Seitenlänge, genau. So, eine quadratische Pyramide. Kann vielleicht auch mal kurz überlegen, was ist das überhaupt? Eine Pyramide, bei der alle Kanten dieselbe Länge haben. So. Und zwar die Länge A. Ne? In der Aufgabe war irgendwie was irgendwas vorgegeben, 5 cm, 10 cm, weiß nicht mehr genau, ist aber auch ganz egal. Wir machen es mal allgemein. So, was kommt dann? Mhm. Man zeichnet die Diagonalen. Um den Höhenpunkt zu Höhenaufpunkt sozusagen zu bekommen auf der Grundfläche. Mhm. So, hier setzt die Höhe auf. So.
Jetzt brauchen wir die Höhe. Zunächst mal müssen wir uns auf was einigen bei der Vogelschau, nämlich alle Längen, die senkrecht auf die Bodenebene stehen. Dafür brauchen wir einen, die sollen ja nach oben gehen, ne? Und wir brauchen einen Faktor. Nehmen wir mal 1. Okay? Die Höhe. Also es müsste einfach so sein, die Höhe in ihrer tatsächlichen Länge in diese Richtung zeichnen. Wir haben nur das Problem, wie hoch ist die Höhe? Die ist natürlich gegeben, dadurch durch die Tatsache, dass alle Kanten vielleicht lang sind, aber wir kennen sie noch nicht. Vielleicht weiß jemand online, wie groß die Höhe ist bei der quadratischen Pyramide. Bei der regelmäßigen quadratischen Pyramide. Gleichseitigen quadratischen Pyramide. Man könnte das mit Pythagoras ausrechnen, genau. Müssen wir aber an der Stelle gar nicht. Geht viel einfacher. Nee, A ist es nicht. A ist die Kante, genau. Also, wenn ich Pyramide, hat ja hier vorne dran die Spitze, ne? Und die Kante, die hier hingeht, ist A lang. Und die, die da hingeht, ist A lang. Aber die Höhe? Wie groß ist die Höhe? Stellt euch mal. Hallo. Nein. Danke, viel Erfolg. Genau. Stellt euch mal vor, jetzt die Pyramide, wie sie hier rausschaut. Ne? Die Spitze ist ja jetzt hier irgendwo. Und stellt euch jetzt mal das Dreieck vor, das hier über die Diagonale geht. Das ist die Grundseite des Dreiecks und die beiden Kanten A, die hier rausgehen bis zur Spitze. Dieses Dreieck. Könnt ihr euch das vorstellen? Seht ihr das hier noch irgendwo? Das ist dieses hier, ne? Das da. Einfach, ne, wenn ich das Dreieck, das hier so rausgeht, einfach so rumklappe, das ist die Höhe der Pyramide. Die halbe Diagonale. In dem Fall. Ne? Oh mein Gott. Genau. Das ist aber natürlich jetzt nur in diesem Fall so. Ne? Bei anderen Pyramiden ist es nicht so. Ja, genau. Hier wird online vorgeschlagen, wir können nebendran ein gleichseitiges Dreieck mit der Länge A zeichnen und die Höhe des Dreiecks ist die Höhe der Pyramide. Ja, genau. Richtig. Und das Tolle ist, wir müssen das Dreieck nicht mehr zeichnen, weil es ist schon da. Ne? Ja? Genau, bei der ist das so. Genau, bei einer gleichseitigen Pyramide, wenn alle Kantenlängen A sind, ja, dann ist dieses Dreieck hier, so ein halbes Quadrat, das wir hier gezeichnet haben, ist praktisch dieses Höhendreieck, wenn man so will, einfach runtergeklappt. Okay, das heißt, ich kann jetzt, also wenn ich es jetzt richtig konstruieren möchte, ja, mit dem Zirkel, kann ich dann die Höhe hier abgreifen. Und... Ja, da muss ich vielleicht erst nochmal die Gerade konstruieren, die von dem Höhenaufpunkt hier abgeht. Oder von mir aus die Halbgerade reicht ja auch in dem Fall. So. Und dann greife ich mit dem Zirkel diese halbe Diagonalenlänge auf. So. So, und jetzt habe ich die Höhe der Pyramide, die geht nämlich genau bis zu diesem Punkt hier. Ja, und das kann ich sie vervollständigen, ne? So, das ist die Vogelschau.
Das ist die Vogelschau. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hinterlässt die Vogelschau immer irgendwie unbefriedigt. Das sieht irgendwie blöd aus. Man muss sehen, es ist jetzt eine ungewohnte Darstellung, weil in der Darstellung geht es nicht darum, irgendwie eine Perspektive zu erzeugen, die irgendwie natürlich aussieht, weil wir so auf die Pyramide schauen oder so, sondern es geht darum, eine Konstruktion anzufertigen, in der manche Längen genauso lang sind wie im Original. Und zwar die am Boden. Also, keine Ahnung, wenn man irgendwie mit einem Flugzeug über irgendwo drüber fliegt, weil man geografische Messungen machen will oder so, dann ist man ja im Wesentlichen an den Längen interessiert, die parallel sind zum Boden, und dann würde man die Vogelschau verwenden. Aber so richtig intuitiv ist das natürlich nicht. Okay. Na gut, jetzt schauen wir uns mal die Frontschau an. Die ist schon ein bisschen, entspricht schon eher dem, was wir uns so an Bildern vorstellen. Körpern, die auf die Ebene projiziert sind. Wie fangen wir mit der Frontschau an? Die Höhe, genau. Welche Längen sind bei der Frontschau alle so lang wie im Original? Die senkrecht auf dem Boden stehen, genau, ja, genau. Also die parallel zur Aufrissebene. Genau, ja. Und welche sind das denn? Die Höhe, aber nicht nur die Höhe. Diese beiden hier, ne? Diese beiden Längen sind auch parallel zur Aufrissebene. So, dann zeichnen wir die hier mal. Machen wir ein bisschen höher hier. So. Also eine kann ich schon zeichnen. Was ist denn mit der anderen? Wo kommt die denn hin? Also, die ist ja irgendwo jetzt hier hinten, ne? Wir müssen uns auf einen Winkel und ein Längenverhältnis einigen, genau. Welchen Winkel nehmen wir? Welches Längenverhältnis nach hinten? Genau. Also wenn das hier 1 Zentimeter wäre und das 1 Zentimeter, könnte man sagen, das hier ist dann. Ah, du hast recht. Ja, genau. Zwei Kästen sind 1 Zentimeter, so. Dafür würde man nur ein Kästchen quer durchqueren, genau. Welcher Faktor werden das dann? Eins Quadrat plus eins Quadrat, 1/2 Wurzel 2, genau. Ne, diese Länge hätte Wurzel 2, also 1/2 Wurzel 2. Könnte man machen? Wollen wir das machen? 1/2 Wurzel 2? Ja, dann ist blöd. Ohne Kästchen ist blöd. Also, wenn ihr keine Kästchen habt, nehmt von mir aus 0,5. Ne? Alternativ, oder k ist gleich 1/2, kann man auch machen. Ich nehme jetzt hier mal 1/2 Wurzel 2, weil es halt mit diesen schönen Tafelmarkierungen einfacher ist. Und welchen Winkel nehmen wir dann dementsprechend? 45 Grad, genau. So, okay. Ja, dann macht es das für mich natürlich sehr einfach jetzt hier. Ich gehe einfach hier quer durch. So. So. Das hat die Länge a, die Seite, und diese hat auch die Länge a. Sieht natürlich nicht so aus, ist aber so. Okay, wie geht's weiter mit der Frontschau? Wir brauchen den Mittelpunkt des Quadrats über die Diagonalen, genau. Die darf ich natürlich nur so ein bisschen anskizzieren, damit sind ja keine echten Kanten, ne? So. Und dann? Richtig, die Höhe greift uns bei der Vogelschau ab. Wenn wir die nicht hätten,
dann müssten wir uns erstmal so ein Hilfsdreieck konstruieren. Ja? Dann könnte man sich ja dieses Dreieck konstruieren, hier die Diagonale. Also man zeichnet das einfach hin, ne? Zumindest das obere Dreieck oder das untere Dreieck, um sich die Höhe abgreifen zu können. Ansonsten hat man sie nicht. Oder man müsste sie sich berechnen, aber das soll man ja eigentlich nicht beim Konstruieren. Ne? Sondern da kann man die sich abgreifen und dann machen wir das doch einfach. Es müsste eigentlich noch eingestellt sein, der Zirkel. Na, perfekt. Aber erstmal brauche ich die Gerade, die nach oben, oder die Halbgerade, die nach oben weggeht, damit ich einen Schnittpunkt habe. So. Und dann kann ich schön meine Höhe, die noch im Zirkel gespeichert ist sozusagen, ne, kann ich hier abtragen. So. Und jetzt muss ich nur noch die anderen Kanten verbinden. Und da sollte man immer drauf achten, welche der Kanten sind zu sehen und welche nicht. Und die man sieht, durchziehen. Und die man nicht sieht, nicht durchziehen. Sondern nur stricheln oder so. So, wunderbar. Unsere Frontschau. Ja, jetzt können wir uns leider noch nicht zufrieden zurücklehnen, denn eigentlich wollten wir die Dreitafelprojektion machen. Und wir haben das jetzt nur gemacht, um nochmal ein Bild zu kriegen, wie sieht eigentlich so eine quadratische, gleichseitige Pyramide aus. Okay, dann geht's los. Dreitafelprojektion. Womit fangen wir bei der Dreitafelprojektion in der Regel an, weil es einfach ist? Mit dem Grundriss. So, beim Grundriss haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt die freie Wahl, wie stellen wir denn die Pyramide hier rein? Und da gibt es eine kluge Entscheidung und da gibt es eine dumme Entscheidung oder weniger kluge Entscheidung. Was wird denn das Problem hier sein? Angenommen, wir haben das alles hier nicht konstruiert. Also bitte nicht, wir übertragen die Höhe von da darüber. Okay? Man kann sich natürlich, während man das konstruiert, auch wieder so ein Hilfsdreieck konstruieren. Parallelklappe nennt man das ja. Ne? Und dann kann man sich die Höhe wieder generieren und so. Und ich habe mir auch gerade meine eigene Frage selbst beantwortet. Also das Problem ist die Höhe hier drüben. Ne? Vielleicht kann man sozusagen die quadratische Pyramide so hier hineinlegen, dass man kein Hilfsdreieck braucht, weil man hier oben im Aufriss kein Problem hat, die Höhe zu finden. Ihr habt es ja alle schon mal gemacht. Was ist die gute Entscheidung? Soll ich die Pyramide so hier reinzeichnen wie dieses Quadrat? Oder soll ich das Quadrat auf die Spitze stellen? So rautenmäßig, ja? Auf die Spitze stellen. Warum? Weil man von der halben Diagonallänge die hört. Na gut, man kann sich natürlich die Höhe auch hier von der halben Diagonale herholen, klar. Ja, ja, genau. Ihr habt vollkommen recht. Also so problematisch ist es gar nicht. Problematisch wird es später beim Tetraeder, wenn wir den machen. Ja, ja, genau. Trotzdem, wir machen es mal. Wir nehmen mal deinen Vorschlag mit der Spitze, weil dann sehen wir nämlich gleich, worauf es hinausläuft, okay? Wie groß war das jetzt hier? 20, mein Gott. Jetzt zeichne ich mir hier in meinen Grundrissding da unten rein. Na gut, egal. Ah, super, hat funktioniert. Gott sei Dank. So. Okay,
Also das ist der Grundriss der quadratischen Pyramide. Na ja, ist klar. Jetzt machen wir hier wieder Diagonalen, damit wir wissen, wo in etwa die Höhe ansetzt. Ne? Also nicht nur wo in etwa, sondern wo sie ansetzt. So ganz 100% exakt habe ich es jetzt leider hier in der Tafel nicht hingekriegt, aber ihr wisst, in welche Richtung es läuft. Ne? So, also hier setzt die Höhe an. So, wie gehen wir jetzt in den Aufriss? Was machen wir im Aufriss als erstes? Achso, wir können die Diagonalen durchziehen, ne? Weil wir schauen ja von oben drauf und dann sieht man ja die Kanten von oben. Das sind ja die, die Seiten, die nach oben zur Spitze verlaufen. Die sieht man ja hier direkt von oben. So, so ist der korrekte Grundriss. Okay. So, was mache ich jetzt als erstes für den Aufriss? Genau. Julie, gleichschenklig gemeint, nicht gleichseitig. Das wäre korrekter gewesen, stimmt. Mhm. Ich muss jetzt hier irgendwo anfangen. Was mache ich denn? Mhm. Genau, die Länge der Diagonalen, die übertrage ich erstmal hier hin, weil wenn ich von der Seite schaue, ist dann das sozusagen die Ausdehnung in X-Achsenrichtung, die man sieht. Ne? Und wie mache ich das? Na, ich übertrage halt mit dem Lineal, ziehe ich Parallelen hier. Die Parallelen dürft ihr übrigens so ziehen, ne? Da müsst ihr jetzt keine Parallelen konstruieren. Wir haben uns die Parallelen ja schon längst freigeschaltet. So, okay. So. Okay. Und weil wir wissen, wo die Höhe ist, kann ich hier auch die Höhe nach oben übertragen. Ja, das ist nicht ganz hundertprozentig hier, Leute. Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Na gut. Okay. So, also die Höhe verläuft hier entlang. Und was muss ich jetzt nur noch machen? Ja. Genau. Ich habe jetzt hier habe ich die Kantenlänge der Pyramide auf dem Zirkel eingestellt, ne? Und jetzt steche ich hier ein und habe die Spitze des Dreiecks. Denn wenn ich von dieser Seite hier schaue, also ich schaue jetzt von hier auf die Pyramide drauf. Wenn ich von oben schaue, ist das von unten nach oben. Von unten nach oben ist diese Kantenlänge hier parallel zur Aufrissebene, daher in ihrer Originalgröße, und die ist ja gerade A. So. Fertig. Fertig? Oder fehlt noch was im Aufriss? Natürlich, die Kante, die man von vorne sieht, zeichnet man auch, weil auf die Kante blicke ich ja direkt drauf. Ne? So, wie zeichne ich den Seitenriss? Genau, vom Grundriss mit dem muss ich mit dem Zirkel diese Länge hier und vielleicht auch die Mitte hier rüber übertragen. Ne? Das heißt, ich mache jetzt erstmal nichts anderes als hier
die Parallelen zu ziehen. Mir dabei mein Achsenkreuz zu versauen. So. Und jetzt übertrage ich die Längen hier von dem Ursprung des Achsenkreuzes per Zirkel hier rüber. Diese Parallele ziehe ich mir auch noch, weil die soll irgendwie in allen Rissen auf derselben Höhe schweben, die Pyramide, ja. Jetzt kann ich hier die Parallele nach oben ziehen. Und habe mir hier, habe jetzt Folgendes erreicht. Ich habe diese Länge hier über diese Zirkelkonstruktion nach hier übertragen. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, wo die Höhe natürlich entlang läuft. Ich kann jetzt hier die Spitze übertragen. Auch die Höhe ist natürlich im Aufriss und im Seitriss gleich und kann hier einfach meine Pyramide vervollständigen. Und auch diese Kante muss ich einzeichnen, denn das ist diese Kante, von der ich aus dieser Richtung baue. Okay. Sehr schön, wir haben den Grundriss hingekriegt. Die Dreitafelprojektion meine ich, nicht den Grundriss. Okay. Gibt es dazu Fragen? Und ihr habt vollkommen recht, wir hätten natürlich auch den Grundriss so zeichnen können, wie wir hier in der Vogelschau den Grundriss gezeichnet haben. Und dann hätte man sich halt die Höhe durch die halbe Diagonale konstruiert. Nur wenn man das nicht weiß, kann man sich's sparen. Es mag ja auch andere Körper geben, wo man nicht sofort sieht, wie hoch ist denn die Höhe. Und bevor man sich das überlegt, überlegt man sich vielleicht lieber erstmal, wie zeichne ich den Grundriss geschickt, sodass möglichst viele Längen im Auf- und Seitenriss in ihrer originalen Größe dargestellt werden. Genau. Julie schreibt, mein Gedanke war, dass die Pyramide nicht in der Luft schwebt, was aber natürlich mehr Stil hätte. Das sehe ich auch so, ne? Und habe die Grundseite deshalb auf der Achse eingetragen. Das kann man natürlich auch machen, ne? Also ihr müsst jetzt nicht die Pyramide in der Luft schweben lassen, ihr könnt sie auch direkt hier ansetzen. Dann spart ihr euch sozusagen auch diese Verlängerungslinien hier. Ja. Genau. Wo sozusagen die Pyramide eingetragen ist, das war die Frage von Julie gewesen, wo man die hier einträgt, ist nicht vorgegeben durch die Pyramide, ne? Die Höhe, wo ich sie hier schweben lasse. Das ist nicht vorgegeben, das ist einfach so meine Entscheidung gewesen gerade. Genauso wie es nicht vorgegeben ist, wo der Grundriss jetzt hier liegt im Abstand zu den Rissebenen. Man könnte auch sagen, die stößt direkt an oder so, aber hat mehr, mit Abstand hat es mehr Stil. Okay. So, jetzt gab es in der Aufgabe aber noch ein paar andere Fragen, die so mehr in die klassische Sekundarstufen 1 Thematik gehen, nämlich wir wollen, was wollen wir berechnen? Flächen, Oberfläche und Volumen, oder? Genau, Oberflächengröße und Rauminhalt wollen wir bestimmen.
Bitte? Messen? Wer hat hier messen gesagt? Wie jemand misst. Weil wir Variablen mit Variablen vollgepumpt. Wir haben eine einzige Variable, nämlich A. So, und jetzt bestimmen wir mal Flächeninhalt, Oberflächeninhalt und Volumen in Abhängigkeit von der Kantenlänge A, ohne irgendwas zu messen, okay? Gut. Mit was fangen wir an? Was fällt uns leichter? Volumen fällt dir leichter? Okay. Du musst ja noch mehr Pythagoras machen, genau. Das Beste zum Schluss aufheben. Nicht nur der Nachtisch, auch vom Hauptgang, oder? Also wenn du, keine Ahnung, so leckere Sachen beim Hauptgang hebt man sich bis zum Schluss auf. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die Käsekruste von irgendwas oder so. Vom Auflauf, ne? Wenn es kalt wird, ist nicht mehr ganz so gut, ja. Genau. Bei der Pizza überlegt man sich, mache ich genauso, ne? Auf welchem Pizzastück liegt sozusagen der beste Belag, den ich mir bis zum Schluss aufheben kann, damit ich einen runden Abschluss habe. Genau. Und manche Menschen essen das zuerst, damit es weg ist, weil es noch heiß ist. Ne? Ja. Könnt ihr online mal schreiben, welches Pizzastück ihr als erstes esst? Also was machen wir zuerst? Einigt euch. Erst die Oberfläche. Okay, gut. Was müssen wir denn da berechnen? Ich skizziere sie jetzt nochmal grob aus der Hüfte hier hin, ne? Die Pyramide. So, überall Kantenlänge A, A, A. So, was machen wir als erstes bei der Oberfläche? Also vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen. Was muss man alles zusammenrechnen? Die Grundfläche plus die Mantelfläche, okay. Die Grundfläche ist was? Ja, also die Grundfläche können wir gleich hinschreiben, dann machen wir nicht lang rum, oder? A Quadrat plus die Mantelfläche besteht aus? Vier gleichschenkligen Dreiecken, du hast vollkommen recht. Vier gleichseitigen Dreiecken können wir sogar auch sagen. Sehr gut, oder werden schon die Formeln hier reinkopiert? Ist ja der Hammer. Okay, vier gleichseitigen Dreiecken. Ich nenne es mal 4D, okay? Ja, jetzt machen wir mal, wie groß ist der Flächeninhalt von so einem gleichseitigen Dreieck? Vielleicht skizzieren wir uns das erstmal noch hin. Ich muss, glaube ich, mal die Tafel wechseln. Na. So. Ich skizziere mal so ein gleichseitiges Dreieck hier hin. Wie groß ist der Flächeninhalt von einem solchen Dreieck? Ein halb mal, was ist die Grundseite? Ein halb mal A mal HA, nenne ich es mal. Ja? Für die Höhe. Okay, na gut. Für die Höhe auf A, okay. Und A ist die Wurzel aus A Quadrat. Die Wurzel aus A Quadrat. Genau, hier haben wir unseren rechten Winkel. Pythagoras, die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Hypotenusenquadrat. Und wir wollen jetzt aber eine der beiden Katheten haben. Also möchte ich das Hypotenusenquadrat nehmen. Und das andere Kathetenquadrat abziehen, das ist 1/2 a zum Quadrat und daraus die Wurzel ziehen. Bitte kontrolliert es nochmal, sehr aufmerksam, ist immer sehr ärgerlich, wenn
da irgendwelche Flüchtigkeitsfehler in YouTube-Videos sind. Kriege ich 1 Million Kommentare, dass wir den Sekundarstufen 1-Stoff nicht richtig rechnen können. Okay, bitte nochmal drüber nachdenken. Stimmt, oder? A² minus 1/2 a², die Wurzel daraus ist die Höhe HA. So, das lassen wir aber so nicht stehen, sondern machen wir als nächstes. Wer ist hier Meister oder Meisterin im algebraischen Umformen? Ja, bevor wir teilweise die Wurzel ziehen, machen wir was? Aus. Genau. Haben wir a² minus a² Viertel. Okay. 1/2a mal Wurzel aus 3/4a². Und jetzt können wir noch wunderbar teilweise die Wurzel ziehen. A mal a mal Wurzel 3/2a. Wurzel 3/2a. Ja. Wurzel 3/4a². Nochmal kurz drüber schauen, ob wir sich verrechnet haben. Bitte auch online schön mitkontrollieren. Ne? Stimmt, würde ich sagen. Jetzt setzen wir das da oben ein. a² plus 4 mal Wurzel 3/4a². Ah, schön, oder? Die 4 kürzt sich weg. Haben also Wurzel 3a². Und das können wir jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen. Ist gleich. a² plus Wurzel 3a². Einmal a² plus Wurzel 3 mal a² ist. Eins plus Wurzel 3a². Super. Bitte alle aufpassen, dass wir sich verrechnen, ja? Sonst wird es peinlich. So. Okay. Jetzt kümmern wir uns ums Volumen. So, wie berechnen wir das Volumen der quadratischen gleichseitigen Pyramide? Ein Drittel, genau, mal Grundfläche mal Höhe. Und die Grundfläche kennen wir ja schon, 1/3 a² mal h. So, H wollen wir jetzt, zeichne ich mal ganz kurz hier, wo habe ich denn meine bunte Kreide? Bin ich aus der Tasche rausgeholt. Ich habe hier so ein schönes Kästchen mit bunter Kreide, ne? So, okay. Wir wollen diese Höhe hier haben. Wir wollen diese Höhe haben, das ist H, ne? Ja? Mhm.
mit unserer Höhe, die... Diese hier willst du haben, die H. Ja, und das im Quadrat minus 1,5. Ach so, genau, du betrachtest hier diese, dieses Seitendreieck, das ist ja das da, ne? Dann hättest du ja, so, ne? Das ist die HA, die wir schon ausgerechnet hatten. Unten ist 1,5 A und dann haben wir die Höhe H. Wir machen, ne? Ja, ja, ansonsten können wir das Dreieck nehmen, was da durchgeht. Ist aber auch nicht so schwer, ne? Genau, wir brauchen eigentlich nur die Höhe in diesem Dreieck. Ist vielleicht noch einfacher, ne? Es ist einfacher, weiß ich nicht. Beides ungefähr gleich schwierig vielleicht. Also nehmen wir doch das hier so. Dieses Dreieck. Dieses da. Ich zeichne es jetzt mal hier hin. Sieht man das noch? Ja. So, wir sind interessiert an dieser Höhe hier. Das ist unsere Höhe der Pyramide. Das sind die Kantenlängen A. Hier habe ich einen rechten Winkel, oder? Naja, das ist doch das Bodendreieck. Das gleiche Dreieck wie am Boden. Das Dreieck habe ich auch hier. Hier habe ich einen rechten Winkel. Genau. Interessant, oder? Da oben haben wir einen rechten Winkel in der Spitze. Muss man sich mal klar machen. Okay, also, hier oben habe ich einen rechten Winkel. Also das macht es überhaupt erst gescheit. Also einfach hier unten, ne, die halbe Diagonale zu berechnen. Doch, doch, doch. Ja. Ja, genau. A Quadrat plus A Quadrat ist 2a Quadrat und daraus die Wurzel ist Wurzel 2 mal a, ist die Gesamtlänge, ne? Genau. Und die Hälfte ist Wurzel 2 halbe a. Und das ist ja gleich h, ne? Wollen wir mal überprüfen, ob wir uns nicht vertan haben, dass die wirklich die Höhe die halbe Diagonale ist? Da müsste ja eigentlich rauskommen, das zum Quadrat minus das zum Quadrat, die Wurzel muss das geben. Muss das Gleiche rauskommen. Machen wir das mal so als Seitenrechnung. A Quadrat minus Wurzel 2 halbe a zum Quadrat, daraus die Wurzel. Also ich rechne jetzt diese Kantenlänge minus dieser Kantenlänge, daraus die ins Quadrat jeweils, daraus die Wurzel, müsste die unsere Höhe ergeben. Und das muss ja das gleiche sein wie hier unten eigentlich. Wir machen es trotzdem mal. A Quadrat minus Wurzel 2 halbe a zum Quadrat ist 2 Viertel, also 1,5 a Quadrat. A Quadrat minus 1,5 a Quadrat ist 1,5 a Quadrat. Also a Quadrat halbe. Und da kommt raus 1 durch Wurzel 2 mal a. Und das erweitern wir mit Wurzel 2, kommt raus Wurzel 2 halbe a.
Oh, wunderbar. Die Berechnung stimmt, wird hier online gesagt. Super, danke, dass ihr mitkontrolliert. Also die Höhe der Pyramide ist die Hälfte der Diagonale und das ist Wurzel 2 halbe a. Können wir hier reinschreiben. Ein Drittel a Quadrat mal Wurzel 2 halbe a. Na, man kann auch 1 durch Wurzel 2 schreiben, aber eigentlich mag man das nicht so gerne mit den Wurzeln im Nenner. Deswegen nochmals besser so. Und jetzt können wir es noch zusammenfassen. Wurzel 2 Sechstel a hoch 3. Bitte alle kontrollieren wieder, auch online mitkontrollieren, ob wir uns nicht verrechnet oder vertan haben. So, hier sieht man jetzt nochmal die Gesamtrechnung. Zu der Tafel gerade ein bisschen schwierig. So. Okay. Ganz kurze Seitenbemerkung. Wir haben hier ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, hier oben haben wir 90 Grad Winkel. Wie groß sind die Winkel hier unten? 45 Grad. Wenn ich eine Höhe in ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck zeichne, habe ich hier einen rechten Winkel. Hier 45 Grad, hier 45 Grad. Das bedeutet, das geht immer weiter. Oder mit unseren in den letzten Wochen neu erlernten Begriffen, dieses Dreieck und dieses Dreieck sind ähnlich. Genau. Wenn ich ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck mit der Höhe halbiere, entstehen zwei wieder gleichschenklige, rechtwinklige Dreiecke, die ähnlich sind zum Gesamtdreieck. Und wie ist der Streckfaktor? Naja, wenn die Kantenlänge hier a ist und die hier ist Wurzel 2 halbe a, also Streckfaktor, Wurzel 2 halbe, genau. Wieder was gelernt. Okay. Gut, dann geben wir mir jetzt mal gerade 3 Minuten Zeit, um die Tafel zu wischen. Und dann machen wir nämlich auch die zweite Dreitafelprojektion und dann haben wir die Aufgaben erledigt. Check, genau. Ich mache dazu ganz kurz das Mikro hier aus. Bleibt dran, es dauert nur 3 Minuten, okay? Wir sind gleich wieder da. Könnt ihr mir beim Tafelwischen zuschauen.